Hi zusammen, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Ich hoffe, ihr konntet das Wochenende soweit genießen. Ist ja tolles Wetter. Und ja, heute habe ich mal ein bisschen ein anderes Video. Es geht um einen Ausblick. Ich habe das schon mal kürzlich gemacht, was wir kommen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen vertiefter darauf eingehen. Auf jeden Fall ist jetzt die Sommerzeit. Jetzt die Fragen, vielleicht wird da was in den Urlaub kommen, werde ich da wegfahren. Also es wird das kommen im August, Ende August ist da geplant, dass ich sicher mal nach Deutschland gehe, weil ich habe da auch Verwandte und genau, werden die mal besuchen. Das ist in Nürnberg und da werde ich euch natürlich danach gerne mitnehmen, wenn es dann soweit ist. Also ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber ziemlich sicher. Und dann ist vielleicht noch geplant, dass ich mit der Familie nach Frankreich, also Südfrankreich oder vielleicht Italien gehe. Einfach irgendwo, wo man mit dem Auto hingehen kann, weil ja, man weiß ja nie, wie sich die Situation verändert und wenn man da mit dem Flugzeug gehen muss, ist man auch in Kontakt mit vielen anderen Leuten und wenn da was abgeriegelt wird, wird es dann halt schnell schwierig, vielleicht nach Hause zu kommen. Von daher, aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich in die Ferien gehe, wenn das in der Nähe ist, euch mitnehmen, die Kamera mitnehmen, euch da einen Einblick geben. Das ist eigentlich so das. Dann, was ich auch gerne machen würde und vielleicht dieses Jahr schon gemacht hätte, ist, vielleicht könnt ihr hier sehen, manche vielleicht sagt den Namen etwas, also DTM. Ist die Deutsche Tourenwagen Masters, eine Rennserie, wo Audi und BMW fährt, jetzt dieses Jahr, früher waren es noch mehr. Und allgemein Motorsport fasziniert mich und wenn es möglich ist, will ich dieses Jahr noch ein Rennen schauen. Aber wahrscheinlich, wenn ich realistisch bin, wird das leider eher nichts, weil ja, wegen der ganzen Corona-Situation finden alle Rennen ohne Zuschauer statt. Und vielleicht wird es im Herbst, vielleicht im September, Oktober, November oder ja, ich denke eher November. Das letzte Rennen, vielleicht können da wenige Leute zuschauen und wenn das irgendwie sich einrichten lässt, möchte ich da schon gehen, weil das macht mir persönlich sehr viel Freude. Genau, und da will ich euch natürlich auch mitnehmen. Und des Weiteren eben so Tagesausflüge, da möchte ich euch sehr gerne immer mitnehmen. Wenn da was Spannendes passiert, ich werde eigentlich, oder in der Regel gehe ich einmal im Monat so eine kleine Ausfahrt machen, ein bisschen in die Berge, weil das macht mir wirklich Spaß, ist ein toller Ausgleich. Man kann schön in Ruhe Auto fahren, hat eine schöne Aussicht, also da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Dann, was ich noch angesprochen hatte letzte Woche im Vlog, ist das Thema Equipment. Das heißt, ich möchte da mich verbessern und da ist es auch nötig, dass ich das in Equipment investiere, um euch gute Videos zu geben. Da habe ich ein bisschen recherchiert, was es da so gibt. Und da wäre für mich die eine Sony-Kamera ziemlich toll, die ZV-1. Das ist eine speziell entwickelte Kamera fürs Vlogging, also eigentlich auch für Content Creator. Also eigentlich ideal, wenn man mit YouTube anfängt, so wie ich jetzt, und mal einen ersten Schritt in die gute Qualität oder bessere Qualität machen will. Und ja, da bin ich jetzt am Schauen, die werde ich mir dann bald mal anschaffen. Natürlich muss ich da mit dem Geld noch ein bisschen schauen, da ein bisschen sparen, weil mit allen Zubehören, mit der Kamera muss ich schon 1000 bis 1200 Franken rechnen. Aber das ist es mir auch wert, weil ich kann euch da dann gute Videos geben, gute Qualität und auch wenn ich sonst draußen bin, Aufnahmen mache, wird das ebenfalls auch besser, weil es hat ein sehr gutes Mikrofon, was integriert ist, was auch die Soundqualität sehr gut macht und dass man auch trotz ein bisschen Wind noch deutlich hört, was man sagt. Das war ja bei mir jetzt immer ein bisschen das Problem. Genau, das ist eigentlich so, dass, was ich wirklich jetzt in den nächsten 1 bis 2 Monaten geplant habe. Was ich auch auf jeden Fall machen will, ist mal eine Runde Go-Kart fahren und euch da mitnehmen. Da muss ich mal schauen, wie ich das mit der Kamera genau mache. Aber das wird mich schon reizen, ein bisschen auch Kart fahren, weil das ist schon recht witzig, also muss man sagen. Macht mir Freude und geht auch körperlich. Klar, ich habe nicht so die Kraft zum Bremsen, was heißt, dass ich ein bisschen früher vom Gas muss und ein bisschen bremsen muss, dass ich da nicht irgendwo die Kurve rausfliege. Aber ansonsten macht es wirklich sehr viel Spaß. Habe ich auch letztes Jahr in den Herbstferien in Sardinien gemacht. Mit meinem Cousin sind wir da Kart gefahren. Das war schon echt lustig. Genau, da will ich euch auch gerne mitnehmen, wenn das so kommt. Das ist eigentlich so, was jetzt in den nächsten 1 bis 2 Monaten geplant ist. Also zusammenfassend kann man sagen, Urlaub, Ferien, da möchte ich euch mitnehmen, dann sicher weiterhin Ausfahrten. Also ich werde jetzt im August sicher nochmal irgendwo einen Pass fahren, vielleicht auch mal auf Deutschland in den Schwarzwald. Also das sind eigentlich, da kann man so sagen, das möchte ich gerne machen. Dann sonstige Ausfahrten, dann Reaction-Videos ist noch ein Punkt, den ich ja noch verbessern will. Und auch auf eBay Kleinanzeigen-Fails reagieren, also dass ich da, weil da gibt es lustige Chatverläufe, die müssen wir mal zusammen anschauen, das ist echt unterhaltsam.
und ja, ein bisschen so digitale Videos zu machen auch. Und wie gesagt, im letzten Video, aber das ist noch ein bisschen weiter entfernt, ist ein Gaming, eine Gaming-Sparte, wo ich ein bisschen Videospiele mache und da mit den Leuten das zusammen sozusagen teile, die Erlebnisse. Da kann es auch lustige und spannende Situationen geben. Also das ist auf jeden Fall geplant. Werde ich wahrscheinlich aber erst so gegen Herbst, Winter starten, weil ja, jetzt bei dem Wetter möchte ich auch nicht unbedingt die Zeit verbringen, Gaming-Videos zu machen. Da ja, habe ich schon anderes, was ich gerne machen würde. Wie gesagt, die Ausfahrten. Und das wird auf jeden Fall kommen. Eben heute das Video, halt nicht so viel erlebt, aber nächste Woche wird schon wieder das nächste Video kommen und ich hoffe, ich konnte euch so mal einen Einblick geben. Kurz zum Schluss noch möchte ich noch euch bitten oder euch um Vorschläge bitten, wenn ihr Ideen habt für Videos oder sonst etwas sehen wollt. Wie gesagt, da bin ich auch auf euch angewiesen, dass ihr mir da Feedback gebt. Wenn euch was gefällt, dann zeigt das. Wenn weniger, dann zeigt es natürlich auch. Also ich bin da froh, wenn ich Feedback bekomme, das sind auch positiv und auch vielleicht negativ mit Verbesserungen, weil ich möchte mich ja weiterentwickeln in dem Bereich. Und wenn ihr wirklich Vorschläge habt, Ideen, schreibt ihr mir die. Ich möchte bald wieder ein Q&A-Video machen. Also wenn ihr das Video jetzt seht, schreibt unter die Kommentare gerne Vorschläge rein oder auch Fragen. Stellt ihr mir auch über Instagram oder in YouTube in der Kommentarspalte. Ich blende euch den Instagram-Namen ein, das wäre alleslifestyle.official. Da werde ich immer wieder ein bisschen Stories posten und euch ein bisschen einen kleinen Einblick geben. Ich möchte da ein bisschen mehr daran denken, also muss ich mich noch ein bisschen dran selbst erinnern. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie heute unterwegs bin, mal eine Insta-Story zu machen, ein kurzer Beitrag, dass ihr da vielleicht seht, kurz, was gerade läuft bei mir, dass ihr das seht. Aber auf jeden Fall auf Instagram schreibt mir die Fragen, dann kann ich demnächst, also in den nächsten 1 bis 2 Wochen, noch ein Q&A-Video machen und eure Fragen beantworten. Ich hoffe, das sind schon ein bisschen Fragen dazugekommen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir genug geredet für heute. Ich hoffe, dass ihr auch weiterhin fleißig bei meinen Videos dabei seid, auch Vorschläge, Anregungen anbringt und ja, dann sehen wir uns bereits nächste Woche. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Genießt die Woche, guten Start und dann ja, bin ich mal raus für heute. Macht's gut, ciao zusammen.